Sean Geiger. Cool, überlegt. Doch wenn's drauf ankommt, gibt er richtig Gas. Sunny Labon. Charmant, eigenwillig und ständig auf Abwägen. Kai Sturm. Er ist verdammt schnell und weiß immer, wo es lang geht. Sie sind die Motorrad-Cops. Hart am Limit. Die neue Serie ab 30. März nur bei RTL. Das haben Sie noch nie gesehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Freunde der härtesten Show im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen zur ultimativen Herausforderung. Das 100.000 Mark Fantasy Special. Die 100.000 Mark Show, das ist heute nicht nur Schuften bis zur Notaufnahme. Nein, heute verkleiden sich meine Kandidaten auch bis der Arzt kommt. Sie werden zu Sumo-Ringern, zu edlen Rittern und sogar zu Monsterschwämmen. Denn unser Thema heute ist Fantasy. Und sehen Sie, auch das hier ist reine Fantasie. Aber die Kohle, um die sich alles dreht, die ist harte Realität. Heute geht's im Jackpot, summa summarum, um 200.000 Mark! Ja! Ah, schauen Sie mal, das ist der Vorteil, den man als Moderator hat. Ja? Wenn ich so ein Köfferchen mit 100.000 Mark im Bar meiner Schatzmeisterin einfach so in die Hand drücke, gell? Dann muss ich nämlich nur meinen Mantel abgeben. In der Politik muss man dafür unter Umständen sogar seinen Hut nehmen. Dankeschön, euch beiden, meine Moneypennies! Zurück in den Tresor, passt schön drauf auf die Kohle. Und damit ringfrei zur ersten Runde. Drei Teams, meine Damen und Herren, die kommen jeden Fall weiter. Aber für ein Team heißt es jetzt schon gleich K.O. und Game Over. Heute mit dabei aus Chemnitz, Andrea und Daniel. Aus Goch, Birgit und Jochen. Aus Köln kommen sie, Imke und Sascha. Und die Schwaben aus Esslingen, Martina und Stefan. Körperlich seid ihr alle topfit. Alle sind sie sehr gut vorbereitet. Aber, meine Damen und Herren, auch bei der 100.000 Mark Show wird so mancher Kampf im Kopf entschieden. Und deshalb heißt es bei uns, wie beim Boxen, let's get ready to rumble! Es geht um die Lizenz. Im Kampf um 200.000 Mark. Deshalb zerrt die Karre über die Bahn. Hopp, 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 hopp. Alle fast gleich auf. Team 2 zuerst draußen. Birgit und Jochen. Jetzt los in die Gummiseile. Hopp, 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 hopp. Das sind die 100.000 Mark Tour ins Panda. Quetscht euch durch, quetscht euch durch. Das ist unsere Pendelröhre. Von der dürft ihr euch gleich nicht erwischen lassen. Da kommt die erste raus. Go! Tempo! Und
Team 2 und Team 1 jetzt an der Pendelröhre. 4 zieht nach und 2, 3 im Moment abgeschlagen. Die Mädels müssen nachkommen. Vorsicht, dass ihr nicht runterfällt. Ja, ist schon in Wartestellung an der Handkurbel. Wartet auf die Mädels. Ja, hilf ihr hoch. Imke und Sascha sind komplett. Fangen an zu kurbeln. Wir gehen auf Team 2 auf. Übernehmen damit die Führung. Team 2 in Führung. Leider stürzt sie. Andrea im Moment abgeschlagen. Andrea und Daniel. Holt auf, holt auf, holt auf. Jetzt volle Power, Daniel. Hau ein. Die letzte Gummizelle. Da befinden sich schon die anderen Kandidaten. Ihr müsst aufholen. Andrea, Daniel. Am Laufband Birgit. Birgit, hoch, hoch, hoch. Nein, da hat sie es zerlegt. Zweiter Anlauf für Birgit. Und da kommt Daniel nach. Team 1. Holt langsam auf. Noch zweiter Versuch. Jochen scheitert. Hier sehen Sie Imke runterrutschen. Und es versucht auch mal Stefan. Alle Paare gescheitert. Jetzt ist wieder alles drin. Jawohl, erst sind oben. Gleichgewicht halten gegen den Stromrennen. Ja, 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 ja. Und jetzt sind auch Sie komplett. Team 3, Imke und Sascha. Jetzt haben sich die Karten neu gemischt. Rauf auf den Berg mit reiner Muskelkraft. Ziehen, ziehen, ziehen. Wer kommt zuerst in die Show? Team 2, Birgit und Jochen. Damit sind jetzt komplett. Jawohl, Andrea und Daniel, sie haben aufgeholt. Und herzlich willkommen Martina und Stefan aus Esslingen. Und damit ist es entschieden. Imke und Sascha bleiben auf der Strecke. Imke, komm zu mir nach vorne, Imke. Komm zu mir nach vorne. Das ist euer Schlachtruf. Was heißt denn dieses UAUAA, Imke? Uganda-Kalle. Wie? Mein Spitzname, Uganda-Kalle. Uganda-Kalle ist dein Spitzname und die ganzen Anfeuerungsrufe, sie haben trotzdem nichts gebracht. War das für euch klar, dass es am Hindernisparcours knapp wird oder habt ihr eher mit einer anderen Härte gerechnet? Ist halt Glückssache irgendwie. Also ich meine, waren eh für alle die gleichen Voraussetzungen und weiß nicht, eigentlich nicht so. Imke, das war ganz, ganz sportlich. Und schade, dass ihr so früh rausgefallen seid. Ich habe nur noch einen kleinen Trostpreis für euch, unsere 100.000 Mark Show-Uhren. Und ihr bleibt aber noch eine Weile hier. Wir gucken uns die Show, naja, nicht zusammen an, aber hier hinter der Bühne. Und danach wird in jedem Fall gefeiert mit den Fans. Alles klar? Uganda, Kalle, alias Sascha und Imke. Die beiden hat es erwischt. Wenn man verliert, kann man feiern. Es bleibt trotz allem ein Spiel. Und drei Teams sind durchgekommen und Gregor verrät uns, wer ist Team Nummer 1. Bei Jochen und Birgit aus Goch geht's immer rund. Der Nachrichtentechniker und die Bürokauffrau sind seit über 7 Jahren ein sportlich dynamischer Doppelpack. Sie ist ja zu verlieben aus. Schön. Liebe geht, man sieht's, auch durch den Magen. Dank Birgits berühmtem Apfelkuchen. Den genießen die beiden genauso wie die täglichen sportlichen Aktivitäten. Als passionierter Triathlet hat Jochen nur noch einen Wunsch. Der Start beim Ironman auf Hawaii. Mein Vater und ich, wir lieben uns. Birgit und Jochen! Die ersten, die aus dem Parcours rausgekommen sind. Glückwunsch! Mein Fahrrad und ich, wir lieben uns. Ja? Ja? Ja, das ist so. Jochen, also böse Zungen aus eurem Freundeskreis behaupten, du würdest manchmal mehr an deinem Fahrrad rumschrauben als an Birgit? Nee, ich denke, das hält sich eher die Waage. Das hält sich die Waage. Siehst du das auch so, Birgit? Ich befürchte. Oder fühlst du dich manchmal vernachlässigt? Nein, eigentlich nicht. Manche Leute sprechen mit Blumen oder spricht auch mit seinem Fahrrad? Ja. Ah, du sprichst auch mit deinem Fahrrad, Jochen. Ich muss ihm noch gut zureden. Ja, 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 ja. Wie lange dauert so ein Putzvorgang bei deinem Fahrrad? Stündchen, 2, 3, 4 oder so. Wenn ich es komplett auseinandernehme, dann dauert es schon länger. Ach, du nimmst das? Ich dachte, so einmal mit so einem warmen Wasserschlauch, ne, drüber gespült. Nein? Nee, so Kettenblätter abschrauben zum Saubermachen und die Ritzel auseinanderschrauben und sowas. Das dauert. Wann hast du es zuletzt geputzt? Oh, muss ich zugeben, vor dem Winter. Und dann habe ich es eingemottet. Dann hast du es eingemottet? Ja. Und vor der Show nicht mehr rausgeholt? Das steht hier. Und aber hast du es vor der Show noch mal
ja, auf Vordermann gebracht? Nee, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Und dann wollen wir uns das mal eben angucken, weil wir haben dein Fahrrad, glaube ich, auch noch hier. Jochen, auch hinzu und durch. Erkennst du es wieder, Jochen? Ja, noch erkenne ich es wieder, ja. Schönes Fahrrad. Schön. Oh, gucken Sie mal. Zappalott. Also, ich muss sagen, so sauber ist mein Fahrrad nicht mal, nachdem ich es putze. Jochen. Ich meine, du fragst dich wahrscheinlich zu Recht, ja, warum sind da Kanister? Weil, also, tanken kann man es ja nicht, das Fahrrad. Nicht wirklich, ja. Also, wir haben uns Folgendes überlegt. Ich meine, die Reinigung hat es sowieso nötig. Das siehst du ja genauso, Jochen. Ja. Aber so ein Fahrrad muss ja auch mal geölt werden. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir ölen dieses Fahrrad jetzt mal. Und die Kette, die Felgen, der Sattel, der Lenker. Also im Prinzip ja alles, weißt du, dass du so richtig aerodynamisch durch die Landschaft glitschen kannst mit deinem Fahrrad. Schön Essig und ölig, damit es sich länger hält oder was? Ja, dann musst du es natürlich vorher dann erstmal wieder auseinanderbauen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie du denkst, weil wir haben ja drei Kanister und in einem ist Wasser. Oh. In einem ist Wasser. In den anderen beiden Pech, schwarzes Motorenöl. Du gehst jetzt dahin, schnappst dir einen Kanister und schüttest den ganzen Inhalt von hinten langsam nach vorne übers Rad. Dafür gibt's 1000 Mark. Und für dich dann 2 Monate Arbeit beim Putzen. Aber ja, du steckst ja weg. Wahrscheinlich. Mit links. Jochen, ja oder nein? Pass auf, sonst fallen dir die Augen raus, Jochen. Ja. Ja? Birgit, du hilfst mir beim Putzen? Ich glaube, das war ein deutliches Nein, Jochen. Dann geh zum Kanister. Geben Sie ihm noch mal einen kleinen Ermunterungsapplaus. Ha? Und du darfst die Kanister aber jetzt nicht anheben und testen. Jochen, 1, 2 oder 3? Was machst du? Die goldene Mitte. 2, okay. 2, öffne den Kanister. Und jetzt walte deines Amtes. Anheben nicht. Und drüber, Jochen. Oh, Scheiße. Schön drüber, schön nach vorne, über den Sattel, über. Oh, da ist die Verschlusskappe, die muss ich mal öffnen. Ja, hier. So. Hoch, ja. Und jetzt weiter nach vorne. Das so. Tut weh, das tut wirklich weh. Ja, es ist so schwer in den Armen. Ja, nein, im Herzen. Im Herzen. Ich meine das nicht böse, wirklich nicht, Rad. Also, ich mach dich auch wieder sauber. Jetzt spricht er sogar vor laufenden Kameras mit seinem Fahrrad. Ich fass es nicht. Aber du, schwarz ist auch eine gute Farbe für so ein Sportrad. Oh, Jochen, meine Güte. Oh, er leidet, er leidet. Jochen, 1000 Mark für Birgit und Jochen. Hallo, bist du noch Jochen zur Rechnung? Jochen, du bekommst diesen Kanister noch oben drauf. Ah, super, dafür habe ich es gemacht, Jochen. In Zukunft wirst du nur noch Weichspüler drin transportieren. Und das ist nochmal euer Applaus. Birgit und Jochen. Und das war eure Herausforderung. Hier ist Team Nummer 2. Daniel und Andrea kommen aus Chemnitz, sind noch 27 Jahre jung und seit 3 Jahren ein Paar. Wenn sie heute Abend den Jackpot knacken, erfüllt sich endlich ihr Traum vom langen Urlaub. Heiß wird den beiden, wenn sie an ihren Liebling denken. Nikola ist jetzt schon 2 Jahre alt. Und für den Kleinen brauchen wir das Auto. Das Motorrad haben sie ja schon. Und nach der Ausfahrt entspannen sich die beiden am liebsten wie eine schrecklich nette Familie. Auf dem Sofa oder so. Schließlich ist Daniel der größte El Bundy-Fan. Hier sind sie, Andrea und Daniel. Hallo. Andrea, am Anfang lag dir etwas zurück im Parcours. Was war los? Ich hatte meinen Schuh verloren und ich dachte, jetzt ist alles vorbei, aber nur noch durch. Und es hat doch noch gereicht. Und dann habt ihr die anderen eingeholt. Ja. Und seid als Zweite sogar durchs Ziel marschiert. Und damit vom Schuh zum Schuhverkäufer. El Bundy haben wir schon gehört. Hat er auch so die typische El Bundy-Körperhaltung, wenn er dann El Bundy guckt zu Hause auf dem Sofa? Nee, das hat er sich noch nicht angewöhnt. Du bist absoluter Fan. Absoluter Fan, ja. Das heißt, du zeichnest die Folgen wahrscheinlich auch auf. Ja, soweit wir dann immer mal schauen, ob wir die schon haben und so weiter, weil die halt doch etwas durcheinander gesetzt werden. Du sammelst richtig, wie viele Kassetten hast du schon? Das kann man schwer sagen, weil ich habe am Anfang ordentlich Buch geführt, aber dann... Und immer Werbung rausgeschnitten. So ist es. Wie viele Jahre sammelst du schon? Ich glaube 4 Jahre, ne? 3, 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Es sind übrigens genau 23 Kassetten, Daniel. Augen Sehr zu schön. Und durch. Ich meine, das sind natürlich nicht 23, das sind jetzt mal 4. Guck mal da, El Bundy, ja, da hast du nicht so richtig gut archiviert. Nein.
Da hast du es ein bisschen dicker drauf geschrieben. Ja. Guck mal, da steht ja nur Al Bundy, aber ist schon deine Handschrift, gell? Ja, deine Kassetten, schon. Ja. Hol mal raus hier. Guck mal, ja, wie viele Al Bundy-Folgen sind auf so einer Kassette denn drauf? Also 4 Stunden sind das, also 8 Folgen. 8 Folgen gesammeltes Material. Ja, und Sanne zeigt dir jetzt mal, wo denn die restlichen 19 Kassetten sind. Sanne, bleibt ihr im Moment noch oben stehen und guckt euch mal aus der Entfernung an. Das sind in jedem Fall die Videokassetten. Und was gehört zu schönen Videokassetten, die in jahrelanger Kleinarbeit sortiert wurden? Da gehört nur eines dazu. Der natürliche Feind einer jeden Videokassette, das Monster Bügeleisen. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage. Ach, moin, moin, bin ich schon dort drüber gefahren? Daniel, komm mal zu mir runter. Ich glaube, ich muss auch nicht viel dazu sagen, Daniel. Du setzt dich einfach oben drauf. Du weißt ja, wo es nach vorne und zurück geht bei so einem Gerät. Das sind alle 23. Aber ich meine, Al Bundy wird auch ständig auf allen Kanälen wiederholt. Hier schön draufdrücken, nach links und dann leicht und langsam nach vorne. Ist er? Und nach hinten. Daniel, für 1000 Mark. Ja oder nein? 23 Al Bundy-Kassetten. Ja, vielen Dank. Machst du es? Okay, Daniel. Ich dirigiere dich. So, Daniel. Langsam. Stopp. Ganz langsam. Langsam kommen lassen. Langsam nach vorne. Ganz langsam. Oh ja, da hörst du. Sind das die Kassetten, die so knacken, oder knirschst du mit den Zähnen vor lauter Wut? Etwas links einsetzen, stopp, nach rechts, stopp, genau, sehr gut, langsam. Ja, so kann man Serien auch absetzen im deutschen Fernsehen. Oh! Ja, es ist geschafft, Daniel, lass ihn stehen. Oh. Was hast du gemacht? Daniel, was hast du gemacht? Aber guck mal. Oh, Scheiße. Jetzt ist Al Bundy genauso platt wie seine Witze, ja? Daniel, die gebe ich dir als Andenken mit nach Hause. Vielen Dank. 1000 Mark sind auf dem Konto. Und ich glaube, ich habe irgendwo zu Hause auch noch eine aufgezeichnet. Die schicke ich dir, ha? Daniel? Sehr nett. Okay, drück mal ein Auge zu. Daniel und Andrea, und hier ist Tim Nummer 3. Sie kommen aus dem Schwabenland, Martina und Stefan, und sind auf dem besten Weg, ihre beruflichen Träume zu erfüllen. Sie wird Lehrerin und er Zahnarzt. Zweimal die Woche gehen sie ihrer großen Leidenschaft nach. Tanzen. Und im Gleichschritt geht's durchs Leben und alle anderen sportlichen Aktivitäten. Arbeitsteilung auch zu Hause? Stefan und Martina? Sechs. Komm, es reicht. Ja, nächstes Mal geht's beim ersten Mal, ganz klar. Martina und Stefan. Ja. Arbeitsteilung in der Küche, was heißt das? Du kochst, er wäscht ab? Nee, ich mache Frühstück und er Abendessen. Du machst Frühstück? Ja. Auch am Bett? Ab und zu. Wird dann da immer nur vom Tablett gegessen? Ja, anfänglich. Zuerst? Wir wollen ja auch nicht weiter ins Detail gehen, das können wir uns alle vorstellen. Ferkel. Und wie ist das mit dem Diner, dem Abendessen? Bist dann du zuständig? Ja, ich mache das dann immer ein bisschen schön und mit Kerzen und so. Richtig romantisch. Ja. Mit Kerzen und so. Mhm. Oh, da habe ich was Tolles für dich. Ja. Stefan. Ist nicht wahr. Mhm. Augen zu und durch. Candlelight-Diner in der 100.000-Mark-Show. Nehmt schon mal Platz in unserem Restaurant. Jetzt bin ich zuvor gekommen. Stefan, ich weiß ja, du magst kein Sushi, kein Fisch. Aber das war uns zu banal. Ja. Ja. Es gibt also mittlerweile Restaurants, meine Damen und Herren, die haben ja Leckereien auf der Karte. Das glaubst du nicht, da fällt dir der Kopf ab. Ja? Also zum Beispiel Waldameisen im eigenen Sud. Oder da gibt es dann,
Ja, guten Champagner natürlich. Außerdem Küchenschabenfrikassee auf Blumenkohl. Ja, Martina, du, andere Leute bezahlen dafür viel, viel Geld in solchen Restaurants. Ach so? Ist sehr eiweißhaltig, deshalb sehr gesund. Ja. Ah, ja. Fürs Cholesterin ist es ideal. Und deshalb haben wir dir hier ein kleines Gericht zubereitet. Stefan entspannt sich zusehends. Na genau. Prost immer zu. Stehst du auf Heuschrecke? Oh, nein. Pfui, aber das ist sehr lecker. Guck mal, da ist der Zahnstocher schon direkt dabei. Es ist sehr gesund. Es ist sehr gesund. Das ist wirklich der letzte Schrei mittlerweile. Kann ich mir vorstellen. Ja, ist bestimmt toll. Stefan, du willst es ja mit links verdrücken, ne? Da wäre ich mir nicht so sicher. Martina. Wie viel muss ich davon essen? Ja, alle. Nein. Nein, nein, war nicht Spaß. Zwei. Drei. Zwei, aber genüsslich und nicht schlingen, sonst kriege ich wieder Ärger mit der Mama. Ja, für 1000 Mark. Martina, was machen wir? Ja oder nein? Ja, Augen zu und durch. Augen zu und durch. Gut, dann nimm mal langsam die erste. Mit der Hand, ja? Ja, mit der Hand. Oh, nein, voll nicht erschrecken. Nein, nein, ist nicht. So, da ist die erste. Uah. Aber nicht schlingen, gell? Beiß erstmal schön ab. Abbeißen. Ganz runter. Sondern was hier so knackt, das ist keine Tonstörung, ja. Das ist, Martina, das ist dieser Chininpanzer, der so schön knackt, ja? Spülen? Also keine Angst. Ja, ein Schlückchen Champagner, das gehört zum guten Essen. Prost. Auf dein spezielles Wohl. Mensch, hast du einen fiesen Freund, hä? Den will ich mir nachher aber mal krallen, du. Eine hast du schon? Noch eins. Ist lecker, Martina? Nee. Nee, nicht so lecker? Mm-mm. Soll ich ein bisschen Salz noch? Nein? Nee, ist egal. Salz. Gut, dann nimm das zweite. Boah. Schnapp. Nochmal nachspülen. Und geschafft. 1000 Mark. Für Martina und Stefan. Ja, küss sie mal und sag mir, ob sie jetzt Mundgeruch hat. Stefan. Ich weiß noch nicht. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Martina, komm zu mir. Stefan. Meine Damen und Herren, sie wird auch etwas wahnsinnige Überwindung kosten. Und zwar wieder zurückzukommen aus der Karibik, wenn sie denn gewinnen. So schaut's da aus. Freuen Sie sich auf einen Abstecher zu zweit in die Karibik. LTU, der Ferienflieger und Smile and Fly bringen Sie sicher und bequem in die Dominikanische Republik. Verbringen Sie einen einwöchigen Traumurlaub im Allegro Resort Caribbean Village Club on the Green. Lassen Sie sich rundum verwöhnen und genießen die Vielfalt des kostenlosen Sport- und Spielangebots. Sie haben die Wahl. Unterhaltung pur oder ganz einfach relaxen. Die Zylinderbar. 10 unschuldig ausschauende Zylinder. Einer ist 100.000 Mark wert und einer wird für Sie hoffentlich zum Ferienflieger. Ist nur die Frage, welcher. Für Zylinder Nummer 1 wählen Sie bitte die 0190-595901. Wenn Sie auf den zweiten tippen, die 02 am Schluss, 03 für den dritten und so weiter und so fort bis zur 10 für den letzten Zylinder. Ja, dann geht's hoffentlich in die Karibik. Das könnte uns schmecken. Piña Colada an der Strandbar. Reggae-Musik. Also ob es klappt, lesen Sie nach der Sendung nach auf RTL Textseite 725. Und jetzt geben wir Ihnen Gelegenheit anzurufen, machen eine ganz kurze Pause. Meine Kandidaten verwandeln sich gleich in Monsterschwämme. Der Ringkampf in der 100.000-Mark-Show, den erleben Sie gleich. Bis dann. Willkommen zurück zur Fantasy-Ausgabe der 100.000-Mark-Show. Und hier sehen Sie den Einmarsch der Monsterschwämme. Meine Güte. Birgit, Jochen, nach hinten zu euren Kumpels. Schick. Schick. Also Jochen, mal ganz ehrlich, du kannst ja alles tragen, hör mal. Ich hab die Figur halt. Ist das der neueste Pariser Schick, ja? Ja, ich denke schon. Gell, Birgit, du wusstest schon immer, er ist der Schwamm aller Mädchen. Hä? Jetzt vor allem. Es ist ja bekannt, wir bei der 100.000-Mark-Show, wir quetschen unsere Kandidaten aus. Jetzt ringen wir sie sogar aus und das funktioniert wie folgt. Ihr zwei ins Becken springen, jetzt noch nicht, sondern erst gleich mit Wasser schön vollsaugen.
und danach über diese Brücke. Auf der anderen Seite warten eure Freunde und helfen euch dann beim Aufquetschen, Ausquetschen? Ausquetschen ist wichtig, ne? Nicht zerquetschen, Jungs und Mädels. Auch wenn es um die erste Kohle bei einem Actionspiel geht. Wer zuerst hier bis zum zweiten Teilstrich kommt, kassiert 1000 Mark. Team 2 dann noch 500. Und gell, Stefan, wenn es mit dem Wasserlassen nicht so klappt, dann geht ihr leer aus hier. Hallo. Aber hallo, wünsche ich euch natürlich nicht. Seid ihr alle bereit? Yo! Mal ein Kampfschrei von den Monsterschwämmen. Und bitte! Yeah! Okay, sie nehmen es wörtlich. Damit an die Kübel und Wasser, Marsch! Einweichen und schön im Wasser suhlen. Ja, genau. Und auf geht's. Wasser, Marsch! Hopp, 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 hopp. Schnell zur anderen Seite. Ausbringen und Wasser abliefern. Ja, Birgit und Jochen sind schon fleißig dabei. Jetzt auch die Blauen. Martina und Stefan. So, Gelb ist schon wieder auf dem Rückweg. Hopp, 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 hopp. Ja, steht hier sehr schön. Der Andrea ganz in Gelb. So, die wird auch kräftig ausgedrückt. Jochen, hoch, 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 hoch. Komm, rot, auf geht's. Oh, nicht stolpern. Also Wasser trinken und nachher ausspucken geht nicht, ne? Genau, schön wenden wie so ein Schnitzel im Paniermehl. Ja, Daniel, nicht lachen, Wasser schleppen. Das ist bei uns wie bei einer Diät. Ja, man nimmt ständig ab, wie hier. Und der Jojo-Effekt auch bei uns. Dann nimmt man Rucki-Zucki wieder zu. Wieder Jochen vom hohen Team. Das ist unser Zwischenstand im Moment. Ja, es fehlt noch überall eine gehörige Portion. Also mal ran, Jungs. Daniel nicht kitzeln, ihr sollt nur das Wasser rausdrücken. Ja, Daniel, zurück. Pressen, pressen, pressen. Gelb brennt. Andrea und Daniel haben es gepackt. Jetzt geht es um Platz 2 und 3. Birgit gibt ein letztes Kämpfer. Stefan und Martina. Oh, Martina. Martina, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh. Mensch, das ist aber auch eine Rackerei mit dem Zeug. Das saugt sich voll. Ist ganz schön schwer. Ganz schön schwer? Ja. Deshalb heißen die Dinger auch ostfriesische Rettungsringe. Also einen bekommst du als Trostpreis, aber nur in der Badewanne benutzen, gell? Okay. Leider kein Geld für euch. Ein bisschen besser geklappt hat es bei Birgit und Jochen. Die Roten. 500 Mark für euch beiden. Ja, und die Champs. Daniel, Andrea. Daniel, wie viel Schweiß ist da dabei? Wahrscheinlich genauso viel, wie Wasser gewesen ist. Hälfte, Hälfte. Gut, ich meine, es zählt ja nur die Flüssigkeit. Solange du nicht gepullert hast, ist alles im grünen Bereich. Daniel und Andrea, ihr habt's gepackt. Hauptpreis heißt bei uns hier 1000 Mark. Ja. So, jetzt vergessen wir das mit den Schwämmen, aber. Und dann beim nächsten Spiel, da kann man nicht wie in der Schule mit dem Schwamm so ein richtiges Ergebnis wegwischen. Jetzt ist Präzision gefragt. Wir gehen an die Pulte zu unserem Rechenspiel. Auf geht's! Nach der Wasserschlacht machen wir jetzt erstmal hier rein in den Tisch. 500 Mark für Birgit und Jochen, 1500 jetzt auf dem Konto. 1000 Mark haben Sie abgesahnt. Andrea und Daniel jetzt 2000. Und Martina und Stefan 1000 im Moment noch auf Platz 3. Also Moment,
Seid ihr bei uns stark versetzungsgefährdet, Martina Stephan? Der Schrecken der Schulzeit holt euch ein. Mathe. Nee. Martina, nicht so dein Ding? Nee, nicht so ganz. Ha, es gibt ja noch einen Notnagel, aber den erkläre ich euch gleich. Ich habe 6 Rechenaufgaben. Pro richtiger Lösung gibt es 1000 Mark. Hilft also sehr viel für euch, Martina und Stefan. Macht ihr allerdings einen Fehler, dann ist es auch blöd, weil dann kriegen die Gegner jeweils 500. Aber jetzt der Notnagel, die Mutprobe. Ja? Also wenn es ganz dicke kommt, lauft ihr einfach vor den Rechenaufgaben davon, und zwar dort nach oben zur Mutprobenlampe. Haut drauf, besteht ihr die Mutprobe, zieht ihr mit dem führenden Team gleich. Traut ihr euch dann nicht, wird der Kontostand halbiert. 6 Rechenaufgaben und wir starten mit Aufgabe 1. 69 plus 331 minus 67 ergibt 34. Birgit und Jochen? 333. Ist richtig. Tausend Mark. Nicht schlecht. Rechenaufgabe 2. 27 mal 5 plus 373. Martina Stephan. 508. Jawohl! Damit habt ihr Andrea und Daniel eingeholt. Gleichstand. Aller guten Dinge sind 3. Hier ist die nächste. 110 plus 444 minus 264 ergibt. Birgit, Jochen. 290. Perfekt. Ja. Damit rennen sie, Andrea und Stefan. Wer kommt zuerst nach oben? Stefan ist der Erste, der auf den Buzzer haut. Stefan ist geflitzt und war ein Ticken schneller. Andreas, sag ich schon. Andrea, ich muss dich mit Daniel wieder nach unten schicken, ja. Leider. Martina, Stefan. Ja. Da habt ihr im Winkel gesehen, oh, die flitzen los und Stefan nix wie hinterher. Stefan, Mutprobe. Jo. Ich meine, das Schlimmste für dich wäre ja der Fisch. Mhm. Martina, was könnten wir dir noch Schlimmes antun? Ich weiß jetzt nicht so genau. Soll ich dir mal auf die Sprünge helfen? Mhm, bitte. Woran erinnert euch das? Robin Hood. Indianer. Schlimmer. Wilhelm Tell. Oh je. Jo. Meine Damen und Herren, hier ist die dazugehörige Armbrust. Das ist die Armbrust. Und ganz dort hinten die dazugehörige Zielscheibe, Martina. Ja. Und da, wo jetzt die Puppe hängt, ja, da hängst gleich du. Ja. Und es gibt so einen Ziellaser, den hört ihr auch. Immer wenn dieser Ziellaser die Puppe berührt, dann piepst der. Jetzt und dann hört er wieder auf. Stefan, wir verbinden dir gleich die Augen. Du bekommst einen Kopfhörer auf, damit du nur mich und das Piepen hörst. Und genau zwischen zwei Piepstönen drückst du ab. Dafür gibt es 1500 Mark und ihr zieht gleich mit Birgit und Jochen. Wagt ihr es? Ja oder nein? Ja. Martina, ganz sicher? Ja. Ja? Martina, dann darf ich dich schon mal rüber bitten. Okay. Wechsel die Plätze mit der Puppe. Das ist der Kopfhörer, Stefan. Den setze ich dir als Ersten auf. So, jetzt müsstest du meine Stimme hören, ja? Ja. Alles klar. Martina, alles klar? Ja. Stefan, jetzt die Kapuze. Über Kopfhörer und übers Gesicht. Ich drücke mal ein bisschen fester, ja? Alles klar? So. Kann nichts mehr sehen. So, jetzt kommt der Pfeil in die Armbrust. Jetzt ist das Gerät scharf, Stefan. Gib mir deine rechte Hand, komm ein Schrittchen weiter nach vorne und jetzt ganz sensibel mit dem Zeigefinger. Nicht zu früh den Zeigefinger bewegen. Hier ist der Abzug, spürst du ihn? Ja. Stefan,
Jetzt konzentrier dich nur auf den Piepston. Und sobald du den Piepston nicht mehr hörst, dann drückst du ab. Ab jetzt. Ja, geschafft! Stefan! Stefan, lass die Kapuze noch einen Moment auf, denn meine Damen und Herren, bei der 100.000-Mark-Show, da geht es oft hart zu, aber wenn es zu gefährlich wird, dann greifen auch wir hier zu einem kleinen Trick. Im richtigen Moment haben wir natürlich die Puppe gegen deine Frau ausgetauscht. Denn bei uns geht es nicht darum, Kandidaten der Gefahr auszusetzen, Stefan. Es geht nur darum, dass ihr euch überwindet, was zu tun. Und das habt ihr getan. Komm, nimm sie in den Arm. Ja. Und Stefan, nur zu deiner Beruhigung. Guck mal, das war die Puppe. Aber guck mal, ganz exakt. Nee. Ja? Und optimal. Auf dem nächsten Rummelplatz, was er dir dann schießt, meine Güte. Noch einmal ein Abschlussbussi. Stefan und Martina, es hat geklappt und wir gehen zurück zum Rechenspiel. Auf geht's. Stefan und Martina. Stefan, wenn man mit der Armbrust auf seine Freundin zielt, was geht einem da durch den Kopf? Kann sie morgen tanzen? Und ich war drauf und dran, den Finger rauszunehmen. Ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Aber ich meine, 1500 Mark sind auch was, ne? Martina, und das Turnier, also aber mit Holzbein hätte ich das auch super gemacht. Ja, ich denke doch. 1500 Mark dazu, damit jetzt Gleichstand mit Birgit und Jochen. Und Andrea und Daniel, euch hilft jetzt nur noch eins. Rechnen wie der Teufel. An die Buzzer. Nächste Rechenaufgabe. 456 minus 78 minus 280 ergibt 254. Falsch. Oh, shit. Nee, 98. Geld für die Gegner. Scheiße. Und weiter mit Aufgabe 5. 9 mal 16 plus 708 ist. Ja. Martina, Stefan? 843. Nein! 852! Martina, Stefan! Was sagt man mit die Schwabe? Könnet rechnen! Okay, ich habe jetzt noch eine letzte Rechenaufgabe. Und damit ist es eigentlich auch schon entschieden. Andrea und Daniel, ihr könnt nicht mehr aufhören, aber es geht jetzt noch um 1000 Mark für euch. Letzte Aufgabe. 93 mal 4 minus 71. Wer holt sich die letzten 1000 Mark? Birgit und Jochen? 301. Und das ist eine 1. Ja. 1000 Mark im Halbfinale. Birgit und Jochen. Martina und Stefan mit viel Mut. Andrea. Daniel. Das mit dem Rechnen hat einfach einen Ticken zu lang gedauert, hä? Zu lang und irgendwas war blockiert. Ja. Dann erinnerst du dich denn noch an die Schule, auf der du warst? Wilhelm-Firl-Schule. Also für ein kleiner Servicetipp für Sie zu Hause, wenn Sie in Chemnitz wohnen, schicken Sie Ihre Kinder vielleicht in die Nachbargemeinde. Nein, also mit dem Algebra, Daniel, da hatte ich es auch nicht so. Andrea, Geometrie ist immer das, was man dann lieber macht in der Schule, ne? Ja. Andrea, wir machen jetzt ein bisschen Geometrie. Wir kreiseln ein bisschen. Ja. Kreiseln für 9000 Mark. Lass die Köpfe nicht hängen, die holen wir uns jetzt, okay? Okay. Daniel, Andrea, auf zum Astronautentraining. Komm rüber. Daniel. Unser Astronautentrainingsgerät. Mein Astronautentraining wolltest du sowieso schon mal immer machen, ne Daniel? Ja, sieht bloß nicht ganz so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ja, da hat schon der Ulf Merbold die Zähne zusammengebissen an dem Teil. Wunderbar. Jetzt musst du durch. Also mein Schwerelos ist nicht das Gefühl. Trotzdem hast du da drin irgendwie ein schweres Los. Ja. Du rotierst und dabei bekommst du noch Fragen gestellt von Andrea. Andrea, erleichtert aufatmen. Räuspern. Zeig dir mal die Kategorien. Ja. Das sind sie. Was meinst du, wo kennt er sich gut aus? Fabelwesen, Weltwunder, Spielzeug, Raumschiff. Spielzeug? El Bandi gibt's leider nicht als Kategorie. Nee.
Das ist ja so, für die ersten zwei richtigen Antworten gibt es 250 Mark, dann gibt es zweimal 500, zweimal 750, 1000 und dann zweimal 2000 am Schluss, ist natürlich jetzt die Frage. Gibst du ihm die leichten Kategorien am Anfang, da gibt es weniger Geld. Am Ende gibt es mehr, aber dafür rotiert er dann länger. Ja. Mit der falschen Antwort beschleunigen wir ein bisschen. Er ist schon kräftig am Rotieren. Daniel, alles klar? Noch, ja. Ihr habt 1 Minute und 30 Sekunden Zeit. 9000 Mark gibt es insgesamt zu verdienen. Und die Zeit läuft jetzt. 2 Fabelwesen. Halb Mensch, halb Pferd. Wie heißt das Wesen? Passe. Das ist der Zentaur und damit wird's schneller, Daniel. 3 Helden. In welchem Wald lebte Robin Hood? Passe. Im Sherwood Forest lebt er. Ja. Kein Geld für euch, sondern ein Zahn zu. 8 Fluggerät. Worauf reiten Hexen? Bitte? Worauf reiten Hexen? Bitten. Jawohl, 500 Mark. Weiter geht's. 6 Spielzeug. Welche bunten Flugobjekte sieht man im Herbst oft am Himmel? Ballon. Nein, Drachen. Ja, Drachen. Lass es gelten. 500. Weiter. 9 Illusion. Mit welchem Raubtieren arbeiten Siegfried und Roy? Tiger. Ja, die weißen Tiger. 750. 7 Raumschiff. Auf welchem Raumschiff arbeiten Scotty, Pille und Spock? Enterprise. Ausgezeichnet. 4 Unglaubliches. Welcher Strauch stand am Maschendrahtzaun? Knallerbsenstrauch. Der Knallerbsenstrauch. Da ist ein Mord. 5 Weltwunder. Auf welcher griechischen Insel steht der Koloss? Der Koloss? Der Koloss von? Rhodos. Ja, Rhodos. Zeit aus. Aber am Schluss hat er sich wacker gehalten. Komm, lass uns rübergehen, Andrea. Die Höchstgeschwindigkeit hast du gar nicht erreicht beim Gerät. Das ging ja wie geflutscht am Schluss, Daniel. Und Daniel, Astronautentraining hast du dir das so ähnlich vorgestellt? Ja, glaub schon. Ja? Es ist sehr realitätsnah, ne? Die Frau stellt dumme Fragen, der Mann schlägt durch. Komm, gib ihm mal einen Bussi. Oh, komm hier. Ja, das entschädigt für alles, ja. Und da kommt das Geld. 6 Fragen richtig beantwortet, 4000 Mark kommen dazu. 2500 hattet ihr am Anfang, du verwaltest es. 6500 Mark an Herrn Daniel. Und jetzt, meine Damen und Herren, legen wir ordentlich zu im Halbfinale. Wir stapfen nach Japan zum Sumo-Ringen. Tschüss, ihr zwei. Sumo-Ringen im Halbfinale der 100.000 Mark-Show. Kamaite. Hakyu. Hossa. Hossa. Ach komm, ich lege euch jetzt nicht auf die Matte. Ha? Euch brauchen wir noch für später, ihr zwei. Das sind zwei professionelle Sumo-Ringer. Mensch, aber guck mal hier noch. 10 cm mehr, dann brauchst du eine Fernbedienung, um die Schuhe zu binden, ja? Ach, das geht noch ganz perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ihr zwei helft unseren Kandidaten beim nächsten Spiel. Wir gehen. Guck mal, da steht ja mal gut. Der Kimono. Und da unten. Ja, stell mal ein Bein ein bisschen nach vorne, damit man das sehen können. Guck mal da. Steinzeit-Birkenstock. Hä? Und sind sie bequem? Naja, sie kippen ein wenig. Sie kippen. Aber noch schwerer haben sie die Jungs, die Dickbäuchen. Ja. Jochen, wie fühlt man sich so als Bulle von Tölz? Schön warm. Schön mollig warm. Und bei uns gibt es jetzt Sumo-Ringen, aber mal ein bisschen anders, nicht Wampe gegen Wampe. Wir kämpfen hier nur um eins, und zwar um Opfergaben. Die sind leider ganz dort oben. Ja, Stefan, guck schon mal sorgenvoll dorthin. Du tippelst federleicht nach oben, klar. Schnappst dir dann eine Opfergabe, dort oben ist Sake, Reis, Fisch. Dann hüpft ihr die Schanze entlang nach unten, rutscht ganz gemütlich euren Mädels entgegen und die schnappen sich dann so eine Opfergabe. Dann tippelt ihr hier drüber, Martina, kleinen Schrittes über die Brücke und bringt das Ganze rüber zum Opferaltar. Wer es zuerst schafft, schnappt sich den Klöppel, haut auf den Gong, gibt 1000 Mark zu verdienen. Ja, und das zweite Team geht leer aus. Stefan, Jochen, kommt mit.
Ja, Stefan, du alter Blähboy. Komm hier rüber zu mir. Hi! Awesome! Ihr seid bereit, ihr zwei? Allzeit bereit. Ach. Awesome! Ich gebe das Spielkommando doch lieber auf Deutsch. Ja. Stefan, Jochen, an die Treppe und los geht's! Da laufen sie die aufgeblasenen Tippelbrüder, jawohl! Oh, das geht aber flott! Sake geschnappt und Anschluss! Hey. Hinterher, juhu! Da rutscht sie die Monsterbulette, jawohl! Lasst euch nach oben helfen! Jochen kommt nach und Martina tippelt als Erste los. Mach schnell, Jochen, Birgit wartet. Beste Martina stellt den Sake schon zurück und der Stefan ist auch schon wieder auf dem Weg nach oben. Und da hat er den Reis. Jochen, hopp, 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 muss ich dir Beine machen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, Tippel, Mensch, der hat ja Rhythmus im Blut. Schnappt ihr den Reis? Jawohl, voran, 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 voran. Heute mit der kleinen Übersetzung. Tippel, 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 hopp, 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 hopp. Jochen hat es jetzt auch gepackt. Der Reis ist unten bei Birgit. Und Birgit hinkt hinterher. Und Stefan schon wieder eifrig nach oben. Leicht und grazil wie eine Feder. Jochen, die letzte Talfahrt steht bevor. Ja, nicht mit dem Kopf voraus. So bleibst du stecken. Siehst du, das hast du davon. Stefan. Vorsicht, Lawine kommt. Stefan, du brauchst den Fisch. Mit eurem roten Fisch. Komm, go, 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 go. Da ist ihm der Fisch entglitscht, Stefan. Schubst ihn runter. Schmeiß ihn runter, den Fisch. Stefan, hol den Fisch. Birgit ist schon auf dem Rückweg. Oh nein! Und der Gong. Da ist es passiert. Gong für Birgit und Jochen. Super. Stefan, der Fisch ist dir entglitscht. Fisch. Welchen Ohren, der Fisch. Stefan, Fisch ist ja ohnehin nicht dein Ding. Ja, hier habe ich gedacht, lasse ich lieber gleich oben. Dumm, kein Geld für euch, aber dafür freuen sich die beiden. Kommt zu mir rüber, Birgit und Jochen, und lasst euch feiern. 1000 Mark. Reicht dir jetzt nicht die Hand, Birgit. Oh. Du auch nicht. Also, es muffelt schon ein bisschen arg nach Fisch. Jochen, hättest du den nicht unfilettiert hier runter transportieren können? Ich bin froh, dass er überhaupt runtergekommen ist. Meine Güte, 1000 Mark, das hat sich gelohnt. Stefan, als Trostpreis gibt's den Fisch mit nach Hause für dich. Super. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen. Ja, servus, danke schön. Du gehst jetzt weg mit deinem Dreck. Komm, wir holen jetzt ein bisschen Glück ab, weil Bauchstreicheln bringt Glück und das braucht ihr jetzt nämlich. Einmal, guck mal da. Das ist eine Waschtrommel, mal kein Waschbrett. Oh, wow. Aber ja, das muss helfen. Okay. Ob sich dein Fettpolster, Jochen, in Geldpolster verwandelt, das weiß nur einer, unser Chefrechner. Gregor, auf geht's. Spiel mit den dicken Jungs brachte ein Fisch Martina und Stefan ganz schön ins Schwimmen. Deshalb bleibt's bei 4000 Mark. Birgit und Jochen hatten die Nase vorn und machen aus 5500 6500 Mark. Herzlichen Glückwunsch. Da stehen wir wie drei Felsen in der Brandung. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach entscheidet sich bei uns, wer spielt um 200.000 Mark und wer muss uns verlassen. Ganz kurze Pause, bis gleich. Willkommen zurück zur 100.000 Mark Show. 200.000 Mark im Jackpot. Schauen Sie mal, Stefan und Jochen, wieder abgespeckt, Jochen, frisch gescheitelt. Jochen, wenn du so zurückdenkst an die ganzen Strapazen, was war denn das Schlimmste bisher? Der Parcours, das Laufband. Der Hindernisparcours. Ja. Und bei euch, Martina und Stefan? Der Fisch. Der Fisch? Ja. Den habe ich dir schon in deine Tasche gesteckt, Stefan. Erst nach der Sendung dort entdecken. Und damit geht's weiter. Das sind meine nächsten 12 Strapazen, 12 Fragen. 500 Mark gibt es für eine richtige Antwort. Versprecht ihr euch mal, kann ja passieren.
gibt es 250 für die Gegner. Und das mit der Mutprobe, das ist nur für Birgit und Jochen drin, aber ihr liegt sowieso 2500 Mark in Führung. Dennoch, ihr könnt sie natürlich irgendwann einsetzen, sollte es soweit kommen. Bis einschließlich Frage 6 leuchtet die Lampe. Kommt ihr ohne die Mutprobe ins Finale, schmeißen wir einen zusätzlichen falschen Zylinder weg. Und damit starten wir mit Frage 1. Und auch bei Frage 1 geht's um Fantasy und vor allem um Besessenheit. Geister zu rufen geht ziemlich einfach, aber um sie wieder auszutreiben, muss man mindestens den dritten Grad der katholischen niederen Weihen besitzen. Wie bezeichnet man diese Geisterbeschwörer? Das sind Birgit und Jochen. Exorzisten. Perfekt. 500 Mark. Unser erster Buchstabe. Ein E. Meine Damen und Herren, dass sich Michael Jackson auf dem Gesicht rumschnibbeln lässt, das weiß jeder. Aber jetzt übertreibt das. Martina, so männlich war er noch nie, der Michael. In welchem Video verwandelt sich Michael Jackson in ein Monster? Jochen und Birgit? Beat It. Nein, Thriller. Ja, der Thriller bringt den Gegnern 250, damit verwandelt sich ein leeres Kästchen in ein T und jetzt vom Blitz getroffen. Da bückt man sich und spürt eine Art Schuss im Rücken und kann sich nicht mehr rühren. Jawohl, Martina. Der Hexenschuss. Dies nennt man Lumbago, doch wie sagt der Volksmund Hexenschuss? Ja, Hexenschuss. 500, ihr holt langsam auf. Martina, auch schon mal einen Hexenschuss gehabt? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Schlag im Rücken, nein? Gott sei Dank. Bisher hieß es ja immer, Lebewesen auf dem Mars gibt's nicht. Es gibt aber jetzt ganz neue Bilder, und zwar Enthüllungen. Das sind einfach Weltmeister der Tarnung. Schauen Sie, dieses Bild hatten wir bisher. Wie hieß die Sonde, die Ende, Martina und Stefan? Pathfinder. Die Ende letzten Jahres auf dem Mars landen sollte, von dort aber nie ein Zeichen sendete. Das war der Polarlander. Und damit landen 250 auf dem Konto von Birgit und Jochen. Und bei uns landet ein L. Mutprobe ist nur noch zwei Fragen möglich, aber im Moment habt ihr es nicht nötig, Birgit und Jochen, damit jetzt auf der Flucht. Mit der Veröffentlichung seines Buches hat sich Salman Rushdie nicht nur Freunde gemacht. In der islamischen Welt droht ihm seitdem Hass und Verfolgung. Wie heißen seine, Birgit und Jochen? Satanische Verse. Unheilbringenden Verse, satanische Verse. Ist richtig. 500. Damit bitte ich um ein S. Martina, der ein oder andere Schwabe ist ja ein bisschen sparsam. Aber das wird euch jetzt interessieren. In Stuttgart wurden sogar Blutsauger gesichtet. Ja, bitte schön, das ist der Beweis. Ab 31. März kann man das Musical Tanz der Vampire auf Stuttgarts Bühnen sehen. Doch wer drehte den gleich, Birgit und Jochen? Roman Polanski. Den gleichnamigen Film Roman Polanski führte Regie und damit ist auch bei uns das R im Kasten. Birgit und Jochen, ihr könntet jetzt lösen, weil ihr richtig geantwortet habt. Noch keine Idee. Gut. Kinderfantasy, damit geht's weiter. Und übrigens auch das Lösungswort kommt heute aus dem Bereich Fantasy. Halbdrache, Nepomuk, Professor, Professor, Habakuk, Tibaton und Meerprinzessin Sosula Pitschi. Sie alle gehören in eine Kiste. In welche? Ja, Martina, Stefan? Augsburger Puppenkiste. Also, es ist die Augsburger Puppenkiste. Ja. Vorhang auf, ich enthülle ein A. So, Marionetten kommen wieder weg. Jetzt gibt's für uns virtuelle 90-60-90. Der Traum aller pubertierenden Jungs. Sie ist der Star aus Tomb Raider. Nennt mir ihren, Martina und Stefan? Lara Croft. Namen, Lara Croft. Stefan. Hast du Lara Croft zu Hause, Stefan? Nein, leider nicht.
Aber trotzdem weiß er es. Gut. Kommt ihr auf den gesuchten Begriff? Wobei? Nee. Dann machen wir weiter. Gut. Zur Kunst. Dieser niederländische Grafiker, den wir hier sehen, wurde durch seine Bilder bekannt. Ja, Birgit und Jochen? Ja. Escher. In denen er verschiedene Ebenen in einer Raumperspektive vereinte. Jochen hat ein paar von ihm zu Hause, deshalb weiß er es. Ja, das ist Escher, klar. Damit bitte ich um ein E. Birgit Jochen, machen wir weiter mit Märchenstunde. Heute back ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Martina und Stefan... Rumpelstilzchen. Heiß, ja, da rumpelt es auf dem Konto. 500 Punkte und das R rumpelt an die Wand. Ganz knapp. Ihr könntet gleich ziehen, wenn ihr richtig antwortet, aber jetzt Fiktion. Um Mitternacht verwandeln sich manche Menschen in ein haariges, zähnefletschendes Ungeheuer. Wie heißt Birgit und Jochen? Der Werwolf. Das gesuchte Monster. Das ist der Werwolf. 500 Punkte. Love Story. Da der Prinz keine Liebe im Herzen trug, verwandelte ihn die Fee in ein Monster. Und nur die Liebe der schönen Belle. Martina und Stefan? Die Schöne und das Biest. Ist richtig. 500 Mark dazu. Und damit bitte ich um ein S. Wir wollen lösen. Und das ist aber leider jetzt zu spät, weil es ja schon komplett dasteht. Das heißt, ihr könnt gar nicht mehr lösen. Okay. Ich lese es einfach nur mal kurz vor. Es ist das Laserschwert. Und jetzt entscheidet ganz einfach der Punktestand, weil wir am Ende des Spiels sind. Und damit ist ganz klar mit 9.250, wer im Finale ist. Birgit und Jochen! Mit dem Laserschwert. Alles kurz und klein gehauen. Birgit und Jochen, da fällt euch ein Wacker vom Herz. Ne? Wir sehen uns gleich im Finale. Ach, die beiden hatten einfach einen zu großen Vorsprung. Ha? Wobei, jetzt müssen wir auch noch was klarstellen. Die Schwaben, die sind ja gar nicht sparsam, ne? Die denken nur etwas ökonomisch hier und da. So sieht's aus. Stefan, jetzt komm mal zum Thema Auto. Ich habe gehört, du bist da manchmal ein bisschen ein Vergesslicher. Ach ja, das kommt schon mal vor, dass ich meinen Autoschlüssel im Auto stecken lasse und dann die Tür zumache. Das heißt, du hast deinen Akkubohrer immer schon mal dabei? Ja, der heißt Martina und bringt mir dann den Ersatzschlüssel, ja. Achso, ich dachte schon, die Polizei verhaftet dich regelmäßig beim Auto knacken. Nee. Da gibt es ja mittlerweile auch schon ganz tolle Modelle mit Fernbedienung, mit denen man öffnen kann, ja? Also, vier davon hätte ich hier im Angebot. Herzlich willkommen zur 100.000-Mark-Autoshow mit der Opel Edition 2000. Der Trend fürs neue Jahrtausend. Der neue Corsa. Die Nummer 1 in seinem Segment. Hervorragende Ausstattung und ein attraktiver Preis. Der neue Opel Corsa. Neue Autos für eine neue Zeit. Der Opel Vectra Edition 2000. Für die Fahrt alleine oder mit der ganzen Clique. Der Opel Vectra steht für die gelungene Kombination aus Sportlichkeit und Eleganz. Wer hohe Ansprüche hat, wird sie auch in seinem Auto wiederfinden. Zum Beispiel im Opel Astra Caravan. Er vereint kraftvolles Design in höchster Funktionalität. Vor allem aber fahren Sie sicher und bequem im neuen Opel Astra Caravan. Der Opel Astra, der kompakte Dreitürer mit viel Platz für die ganze Familie. Dynamik, Fahrkultur und Technologie auf hohem Niveau. Die Opel Edition 2000. Und Träume werden zu Trends. Vier tolle Autos, aber nur eine Frage. Welcher sprengt an? Also auf sind die Türen, ja? Rein kommt man, Stefan. Und das Spiel, das ist eigentlich ganz fantastisch, weil ihr braucht gar kein Glück dazu. Ja, ich suche einfach jetzt drei Begriffe, Martina, die nennst du mir, einer nach dem anderen. Dann plumpsen die drei da hinten. Und der übrig bleibt, der ist es dann auch schon. Wunderbar. So stellen wir es an, okay? Okay. 23 Stundenkilometer. Solltet ihr jetzt zusammen laufen? Ja. Lauft ihr schneller oder ein bisschen langsamer? Gibt es atmosphärische Störungen? Und wir suchen als erstes einen Megastar. Und damit Megastar. Band ab, ihr beiden. Amerikaner. Amerikaner. Schwarze Haare. Schwarze Haare.
Las Vegas. Las Vegas. Mr. Magic. Mr. Magic. Chinesische Mauer. Stefan, bitteschön. David Copperfield. Oder Martina, das ist auch richtig. David Copperfield, ja. David Copperfield ging durch die chinesische Mauer, hat einen Eisenbahnwaggon und sogar die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Und jetzt kommen wir zu großem Kino. Weiter geht's. USA 1977. 1977 USA. Sieben Oscars. Vier Oscars. Science Fiction. Science Fiction. R2D2. R2D. Stefan, du sollst mir nicht davon von dem Ding runterfallen. Nur eine Antwort geben. Was suchen wir? Star Trek. Nein! Star Wars. Star Wars oder Krieg der Sterne. Und ich muss leider die falsche Antwort als bare Münze nehmen, Stefan. Denn das, was meine Kandidaten als Erste sagen, das zählt. Und bei der nächsten Frage lässt der Martina den Vortritt. Ja. Und jetzt geht's um große Literatur. Auf Letztes! Tragödie. Tragödie. 1775 Urfassung. 1775 Urfassung. Zwei Teile. Zwei Teile. Mephisto. Mephisto. Seele. Seele. Osterspaziergang. Osterspaziergang. Gretchen. Gretchen. Goethe. Was ist gesucht? 3, 2, 1 und aus. Faust. 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 Ja. Kennen wir aus der Schule. Es, ja. Martina, Reizwort, Reklamheft. Ah, ja, ja, die gelben, ja, Dinger. Kommt, genau, zu mir nach unten, ihr zwei. Stefan und Martina. Oh, aber jetzt ganz durch den Wind, ihr zwei. Das war anstrengend. Ja. Das war anstrengend. Aber einen habt ihr gewusst, den, ja, David Copperfield. Kennst du auch den Namen vom Neuen, von der Claudia Schiffer schon? Oh, weiß ich gerade nicht, nee. Ist der Tim Jeffries. Ja, genau. Ja. Böse Zungen. Will sie jetzt heiraten. Die will sie jetzt heiraten, genau. Ja. Böse Zungen behaupten ja, das sei auch der Ex von David Copperfield, aber da sage ich jetzt mal nichts zu. Uns interessiert jetzt nur eins. Welcher Opel ist bei uns jetzt gleich Ex? Corsa? Oder die beiden Karawane? Astra Caravan? Nein, es ist der kleine Opel Astra. Und damit stehen noch drei da. Einmal der Corsa, der Astra als Caravan oder der Vectra. Mein Freund Stefan, hast du so im Spaß gesagt zu mir, na ja, der Vectra soll schon sein, Martina, ne? Ja, das wäre schon nicht schlecht. Bleibt ihr dabei? Klar? Ja? Ja. Okay, dann einen Riesenapplaus und wir gehen nach oben und probieren, ob wir ihn zum Laufen kriegen. Gehst du ans Steuer, Stefan? Martina, ja? Bist du immer so die Beifahrerin bei euch beiden? Ja, meistens. Meistens. Und gibt's was Negatives über seinen Fahrstil zu sagen? Nee, wenn ich mitfahre, fährt er sehr anständig. Dann ja. In dem Opel sowieso auch dann, ja, wenn er mal alleine fährt. Stefan, Martina, eine Handdrehung und ihr wisst, ob ihr mit nach Hause nehmen dürft, ja, oder ob ihr in unserer Ausstellung stehen bleibt. Hand ans Zündschloss, Stefan. Stefan, in dem Kofferraum haben 2 Tonnen Fisch Platz. Das ist dein Wagen, der muss jetzt raus hier. Dreh den Schlüssel, jetzt. Nein. Nein, er springt nicht an. Da hilft auch der ADAC nicht. Stefan und Martina. Ah, ey. Das tut mir jetzt echt leid für euch beiden. Ja. Martina! Ja, macht nichts. Also, immerhin aus den Vorrunden 6.750 Mark. Und heute werde auch ich mal verwöhnt. Schauen Sie mal, 2 Assistentinnen. Danke, Mona. Das Geld für dich, ja, Martina. Dankeschön. Ja, damit geht ihr wahrscheinlich dann in den nächsten Skiurlaub. Ja? Ja. Diesmal könnt ihr weiterhin wohin fliegen, wo es halt zur Zeit jetzt Schnee hat. Ja. Martina und Stefan, hat Spaß gemacht mit euch. Ja. Christmas, Fabian, tschüss, ihr zwei. Martina und Stefan aus Esslingen. Tschüss, ihr zwei. Ciao, ciao.
Welcher springt an? Die alles entscheidende Frage. Corsa oder Astra Caravan? Und ihr beiden, es wäre der andere Große gewesen. Der Astra, da, läuft. So. Und das ist, was ich vorhin meinte. Fernbedienung, zack, und er ist abgeschlossen. Über 100 PS, Klimaanlage und den beiden leider durch die Lappen gegangen. Jetzt, meine Damen und Herren, gehen wir in eine Zeit zurück, in der selbst eine Pferdestärke als Luxus galt. Wir kommen in die Zeit der Drachen, der Pferde, der Ritter im Finale mit Birgit und Jochen. 200.000 Mark, wir packen's an. Beim ersten Finalspiel sind wir im Reich der Fabelwesen, der Sagen und der Ritter. Aber Jochen, ich gehe mal davon aus, dass du als Kind auch immer Sigurd Ritter ohne Furcht und Tadel gelesen hast. Ja, natürlich. Und schon ist aus dir ein Edelmann geworden. Birgit, du darfst ein bisschen Xena spielen, denn ihr zwei müsst Geiseln befreien, und zwar aus dem Verlies dieser Burg. Wir gucken da einmal ganz kurz nach unten. So sieht's in der Folterkammer aus. Für den kommt jede Hilfe zu spät. Der ist auch nicht mehr unter den Lebenden. Aber da sind die Gefangenen. Angekettet im Verlies. Und sie warten auf die Rettung. Das Ganze funktioniert so. Als erstes die Brücke wiederherstellen, damit ihr über den Burggraben drüber kommt. Dann per Rambock mit dem Tor in die Burg fallen. Ihr schleppt den Rambock dann ganz nach unten und in dieser Jauchetonne ist ein Schlüssel versteckt. Den müsst ihr finden. Damit schließt ihr die Tür auf zur Folterkammer. Ein Hindernis gibt's dann noch. Und zwar hier hinter dieser Ecke, diese Mauer. Per Rambock müsst ihr die erstmal einschlagen und dann werden die Geiseln befreit. Nehmt die Frau, die Jungfrau von den Ketten. Er im Pranger läuft schon blau an. Sie brauchen eure Hilfe. Ihr habt 3 Minuten und 30 Sekunden Zeit. Bekommt dafür nicht das Bundesverdienstkreuz, Birgit, aber zwei falsche Zahlencodes gehen dabei hops. Seid jetzt schon etwas entkräftet durch die ganze Show, aber nehmt euch nochmal richtig zusammen. Stellt euch vor, der Rambock, ja, mit dem preschte dich unsere Tresortür ran an die Kohle. Alles klar? Jochen, Birgit, 3 Minuten und 30 Sekunden. 3, 2, 1 und Action! Als erstes mit den Lappen die Brücke bauen. Sehr gut. Da ist das nächste Brückenstück. Von oben kommt diesmal nichts Gutes. Die Burgbewohner werfen mit Pech. Vorsicht, dass ihr nicht so voll werdet. Und jetzt mit dem Rambock das Tor einschlagen. Wenn's dreimal klopft, sind's Birgit und Jochen durch. Jawohl. 3 Minuten und 3 Sekunden. In den Keller. In den Keller und nach dem Schlüssel suchen. Da würde ich jetzt Jochen den Vortritt lassen, Birgit. Ich sag dir lieber nicht, was da wirklich drin ist. Schlüssel gefunden. Schloss auf. Hopp, 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 hopp. Kette weg und durch. Ihr habt noch ein gutes Stück vor euch. Und jetzt Mauer klein machen. Dann macht er mal Alleingang, das reinste Abrissunternehmen. Ladies first, damit Befreiungsaktion Nummer 1 geglückt. Und jetzt die Herkules-Nummer. Mit roher Gewalt die Gitterstäbe auseinanderwegen. Quetscht euch durch da. Weg mit der Kette, Pranger auf. Befreit die Geiseln, haut drauf. Da kommt schon die erste rausgerannt. 2 Minuten. Feste drauf, Jochen. 1,50. Ja, das ist ein hartes Stück Arbeit. Klopf, klopf, klopf. Sehr gut. Und zum nächsten Kraftakt. Zieht das Gitter auseinander, Jochen. Stell dich dagegen. Und durch. Jawohl. 1 Minute und 30. Das ist der Zwischenstand. Und das ist noch nicht die letzte Gefangene. Die Handfesseln sind gleich gelöst.
Der alte Mann ist in Sicherheit. Die nächste Geißel ebenfalls auf dem Weg. Und jetzt, da müsst ihr die Klötze tragen helfen bei dem Guten. Die Klötze, die an seinen Füßen hängen. Schleppt sie nach oben. Hopp, 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 hopp. Die letzte Minute läuft. Schleppt sie nach oben, nach oben, nach oben. Sehr gut. Jetzt Endspurt. 45. Der letzte Gefangene muss auch auf den Wagen. Und dann müsst ihr nur noch die Kanone abfeuern. Und ihr habt es geschafft. Schneller, 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 schneller. Kanone. Und stopp, noch nicht. Jetzt, jawohl. Alle Gefangenen sind in Sicherheit. Und das 24 Sekunden über der Zeit. Sehr gut. Die Zeit drüber, ja drunter, hör mal. Drunter, da wär's schon längst zu Ende, Jochen. 24 Sekunden, die schlagen wir jetzt auf die Zahl. Mensch, aber ich reich dir jetzt aus Solidarität mal nicht die Hand, hä? Hat er dich noch mit eingesaut, Birgit? Erst einmal tief ausatmen. Ah, erste Etappe geschafft. Jochen, das waren ja Fesselspiele par excellence da unten, hä? Wie zu Hause. Wie zu Hause. Ja, das hast jetzt du gesagt. Birgit! Erste Etappe ist geschafft. Ja. Wir gehen jetzt zurück in die Realität. Strom, Mechanik, Hochspannung kommt mit zum heißen Draht. Das hier ist eure Hochspannungsleitung. Das weiß ja jeder. Die darf man nicht berühren, Birgit, sonst funkt's. Und beim heißen Draht heißt das dann zurück zum letzten Ruhepol. Ich gebe dir schon mal den Eisenklöppel in die Hand. Schaff dir den Drahtseilakt. Bis zur Mitte. Hier. Fällt ein falscher Zahlencode. Kriegt es bis zum Schluss hin, gehen zwei falsche Zylinder hops. 1:30 hat man normalerweise. Aber ihr habt die Burg ja im Sturm genommen. Aus diesem Grunde kommen noch 24 Sekunden dazu. 1:54. Wer geht das beruhigt, hä? Geh in Position. Seid auf Draht. Hoch. Hoch. Stopp. Hoch. Stopp. Ganz vorsichtig. Schön. Vor, unter. Stopp. Erste Zwischenetappe erreicht. Vor. Vor. Stopp. 1:30. Vor und runter. Birgit, keine Eile. Zurück, zurück. Stopp. 1:20. Vor. Stopp. Vor. Jetzt nur ruhig, Birgit. Stopp! Runter! Stopp! Zurück! Runter! Die letzte Minute läuft. Hoher! 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 Hoch! Ein falscher Zylinder ist schon vom Tresen. 45 Sekunden noch. Die nächste vor. Zwischenetappe. Vor, stopp! Runter! Und jetzt in einem und Zug. Jetzt. Ihr habt noch 30 los. Sekunden. Ganz ruhig jetzt. Noch 27 Sekunden. Okay, der letzte Versuch muss sitzen. Ganz konzentrieren. 20 Sekunden. Runter, runter, die letzten runter, 20 runter. Laufen. Und? 10. Los! 9. Weiter, weiter, 8, weiter, weiter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus! Ah. Ein halben Meter vom Ziel. Birgit. Ah. Mensch. Grundstück. Ja. Hammer.
Birgit spielt auf volles Risiko. Da haut sie den Knüppel durch. Ist sie zu Hause auch so drauf? Entweder alles oder nix? Ja, klar. Da haust du rein, Birgit. Und dann hat's am Ende doch nicht ganz funktioniert. Okay, aber einen Zylinder haben wir schon mal weg. Mutprobe habt ihr auch nicht benutzt. Ja. Finalspiel sind auch zwei. Was will uns Besseres passieren? Wer darf jetzt gleich baden gehen von euch beiden? Ich muss mich waschen wegen dem Fisch und dem Dreck und so. Ah, verstehe. Okay. Also endlich mal wieder ein Mann, der untertauchen darf. Und die schlaue Frau, die mir die Fragen beantwortet. Hi. Letzte Etappe vom Tresor. Der Wasserturm. Auf geht's! Jochen, lass dich an die Leine nehmen. Von unserer Mona. H2O plus IQ, das ist die Kurzformel bei unserer Wassersäule. Und Jochen ist jetzt fürs H2O zuständig. Jochen, dir wird das Mikro abgenommen und dann kannst du dich auch schon mal nach oben zum Planschen begeben. Ich hoffe, das Wasser hat Badewannentemperatur. Solange Jochen unter Wasser ist, stelle ich dir Fragen, Birgit. 12 Fragen habe ich, jeweils 3 richtige Antworten, fällt ein Code. Das heißt maximal 4 bei dem Spiel. Und denk dran, was Jochen gesagt hat. Du hast 3 Minuten. Mal gucken, ob er es auch wahr macht. Noch ein Kopfhörer, damit dir keiner vorsagen kann, damit du meine Fragen, upsala, ganz genau verstehen kannst. Birgit, kannst du mich hören? Ja. Gut. Jochen, alles klar? Ruhig ein- und ausatmen, tauch ab. Mit welchem Raumschiff gingen Dietmar Schönherr und Vivi Bach in die Luft? Passe. Wie lautet der Sammelbegriff für synthetische Drogen in Pillenform? Ecstasy. Ja. Welche Tiere fliegen nachts mit Hilfe von Echolot und Ultraschall? Fledermäuse. Ausgezeichnet. Wer schrieb den Roman Der Name der Rose? Polanski. Falsch. Aus welchem Musical stammen Frankenfurter, Dr. Scott, Brett und Janet? Die Passe gleich. Wo sprang 1968 Bob Beamon seinen olympischen Fabelweltrekord? Weiß ich nicht. Wie werden Monster bezeichnet, die nur ein Auge in der Mitte der Stirn haben? Weiter. Welchen Adelstitel trägt Dracula? Der Graf. Ja. Wie heißt der Berggeist des Riesengebirges? Weiß ich nicht. Welche Hexennacht findet am Abend des 30. April statt? Stimmt. Von welchem österreichischen Nervenarzt stammt die Traumdeutung? Weiß ich nicht. Was ist das Blair Witch Project? Ein Film. Sehr gut. Mit welchem Raumschiff gingen Dietmar Schönherr und Vivi Bach in die Luft? Wer schrieb den Roman Der Name der Rose? Aus welchem Musical stammen Frankenfurter, Dr. Scott, Brett und Janet? Komm ich nicht drauf. Wo sprang 1968 Bob Beamon seinen olympischen und damit Pause? Wow, Jochen! Ausgezeichnet! Super Leistung! Jetzt wieder den Puls runterkriegen. 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Runter. Wo sprang 1968 Bob Beamon seinen olympischen Fabelweltrekord? Los Angeles. Nein. Wie werden Monster bezeichnet, die nur ein Auge in der Mitte der Stirn haben? Oktopus. Nein. Einhorn. Wie heißt der Berggeist des Riesengebirges? Von welchem österreichischen Nervenarzt stammt die Traumdeutung? Keine Ahnung. Nenn irgendeinen berühmten österreichischen Nervenarzt. Ich kenn keinen. Gut. Mit welchem Raumschiff gingen Dietmar Schönherr und Vivi Bach in die Luft? Raumschiff, Dietmar Schönherr, Vivi Bach. Keine Ahnung. Wer schrieb den Roman Der Name der Rose? Aus welchem Musical stammen Frankenfurter, Dr. Scott, Brett und Janet? Ich kenne es. Ich ein Musical. Ja, ich kenne es, ich komme nicht. Wo sprang 1968 Bob Beamon seinen olympischen Fabelweltrekord? München. Nein. Wie werden Monster bezeichnet, die nur ein Auge in der Mitte der Stirn haben? Probieren wir es weiter, Birgit? Ja. Ja? Wie heißt der Berggeist des Riesengebirges? Von welchem österreichischen Nervenarzt stammt die Traumdeutung? Keine Ahnung. Ganz bekannter Mann. Jetzt, mit welchem Raumschiff gingen Dietmar Schönherr und Vivi Bach in die Luft? Erste Serie dieser Art. Die Rocky Horror Picture Show ist. Ja, die Rocky. Moment, ich stelle dir schnell die Frage, aus welchem Musical stammt Frankenfurter? Jawohl. Wo sprang 1900? Und damit ist es aus. Aber einen haben wir noch gerettet. Hey, die Ausdauer hat sich gelohnt. Jochen. Hier geht's. Meine Güte. Und
Was hat Jochen vorhin gesagt? Hey, ich mach mal eben so 3 Minuten. Er war 2 Minuten und 57 Sekunden unter Wasser. Das ist 100.000 Mark Rekord, Jochen. Komm zu uns nach unten. Ah. Fabelweltrekord. Bob Beam in 1968, Mexiko. 8,90 Meter ist er da gesprungen. Und jetzt ein Zyklop hat nur ein Auge. Natürlich weißt du das, Birgit. Der Berggeist im Riesengebirge ist der Rübezahl. Und jetzt der Nervenarzt, Traumdeutung, Jochen, ist Sigmund Freud. Sigmund Freud, Birgit, jetzt weiß es. Und Raumschiff, Dietmar Schönherr, Vivi Bach, Raumschiff Orion. Orion. Genau. Ja. Und Umberto Eco schrieb der Name der Rose. Weg mit den Fragen, die vergessen war. 6 Fragen sind richtig beantwortet. Und die letzte war wichtig. Ja, für den Zylinder. Denn deshalb sind es 2 Zylinder. Habt ihr schon mit einem angefreundet vor der Sendung, 3. Birgit Jochen? Ja. Mit welchem? Mit der 3. Der 3? Warum die 3? Das ist unsere Glückszahl. Alle guten Dinge sind 3. Mal gucken, ja, wie lange die Freundschaft hält. Jetzt gehen wir ins Abräumen. Mutprobe. Habt ihr gar nicht gespielt? Seid so ins Finale gekommen? Ja. Welcher geht dafür flöten? 1 bis 10 stehen noch alle da. Es ist Zylindernummer. Oh, der ist es. 5. In der Burg. Das war ja ganz fantastisch. Die habt ihr im Sturm genommen. So, Sekunden gut gemacht. 2 falsche Zahlencodes kommen damit ins Verlies. Welche beiden verschwinden von der Theke? 7 und die 1. Der heiße Draht, da wurdest du am Schluss ein bisschen zu nervös, Birgit. Aber immerhin, ein Zylinder bekommt einen Kurzschluss. Kurzschluss. Wo steht er? Und als letztes biete ich euch noch 2 an. Fragenspiel, 6 Fragen richtig beantwortet. Welche 2 gehen flöten? Welche 2? Oh. Die Glückszahl war die Unglückszahl. 2, 4, 6 und 9 stehen hier zur Musterung. Welchen zieht er ein? Kurze Beratung, Birgit und Jochen, 200.000 Mark im Jackpot. 200 Mille. Und es hängt an einer Ziffer. 6. Wir nehmen die 6. Die 6. Birgit, hol sie raus. Damit haben sie sich entschieden. Es ist die 6. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei der 100.000 Mark Show. 200.000 Mark im Jackpot und die 6, dafür habt ihr euch letztlich durchgerungen. Birgit und Jochen, in der Pause Entscheidung auf wackelige Knie gestellt oder steht ihr nach wie vor hinter der 6? Wir stehen dahinter. Wer steht dahinter? Es bleibt die 6. Wir packen es an. Wir gehen zum Tresor. Auf geht's, ihr 2. Kommt mit. Zylinder 6. Ah, und jetzt habt ihr zum 2. Mal in der Show mit Zahlen zu tun. Vorhin beim Rechenspiel, Birgit, da hast du ja wahnsinnig abgeräumt. Aber jetzt hilft kein Kopfrechnen, auch dir nicht. Nee. Jetzt geht's hier nur um Glück. Das ist der Zahlencode. Und jetzt geht's los. Die erste Ziffer, Birgit, lautet 6. Jochen, bitteschön, die 6. So, weiter geht's mit der 5. Bitte die 5. Jetzt kommt Ziffer Nummer 3, Birgit. Die 8. Die 8. Die Hälfte haben wir schon. Jetzt packen wir die 2. an. Die 4. Jochen, die 4. Die letzten 2 Ziffern. Birgit, die nächste ist? Die 1. Eine glatte 1. Jochen, bitteschön. Die letzte Ziffer aktiviert das Zeitschloss. Und dann wissen wir, ob ihr 2 gleich 200.000 Mark in bar mit nach Hause nehmt oder nicht. Die letzte Ziffer, an der hängt es. Und die letzte Ziffer lautet, Birgit? 7. Es ist die 7. Kurz vor. Die Zeituhr ist aktiviert. Der von Ihnen eingegebene Code ist richtig. Ja! Und da sind sie!
Koffer jeweils 100.000 Mark. Ich nehme ihn dir ab. Vor lauter Glück keinen Kopf fürs Geld. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, drückt euch nur richtig, habt euch das verdient. Super viel gewusst bei den Fragen. Wacker gekämpft. Knappe 3 Minuten getaucht. Und das ist der verdiente Lohn für Birgit und Jochen. 200.000 Mark, kommt mit der 2. Aber das ist noch nicht alles. Aus den Vorrunden kommt noch was dazu. 9.250 Mark. Ja, das ist jetzt mehr was für die Portokasse. Komm, das stecke ich dir oben ins Hemd oder verwalte du's. Jetzt los auf einen Sieg, ein Champagner. Birgit und Jochen. So, Gläschen für dich, Jochen. Birgit. Grüßt euch hin, Prost, Prost, auf euren grandiosen Sieg. Klasse gemacht. Kaum Gratulation. Bis gleich. Ja? 200.000 Mark abgeräumt. Nicht schlecht. Was wir beide nicht wissen, die Schlüssel zu den Koffern, die habe ich noch in meiner Tasche. Ja. Und wenn ich dann nächste Sendung mit dem blauen Auge rauskomme, dann wissen sie, dass Birgit und Jochen das gar nicht lustig fanden. Ich hoffe, sie gucken wieder zu. Freue mich auf sie. Bis dann. Tschüss, Sikowski.